Der Klett-Cotta-Blog ist heute wieder auf dem Stand von Klett-Cotta auf der Frankfurter Buchmesse. Neben mir sitzt Christian Torkler. Guten Tag, Herr Torkler. Guten Tag. Von Ihnen ist ein Buch erschienen, Der Platz an der Sonne. Warum heißt der Titel Der Platz an der Sonne? Nun, Der Platz an der Sonne steht A als Synonym für Glück, wie wir das auch landläufig verbinden, hat natürlich auch eine Konnotation in Bezug auf die deutsche Kolonialgeschichte. Und dann gibt es noch eine Facette, die nicht so bekannt ist, und zwar, es gibt ja die Fernsehlotterie, Ein Platz an der Sonne. Und da ging es ursprünglich darum, dass man den Kindern aus dem eingeschlossenen West-Berlin einige schöne Tage in der, sozusagen in Westdeutschland ermöglicht. Und das ist der Ursprung der Fernsehlotterie, und das war auch Ein Platz in der Sonne. Und dadurch, dass es auch in dem Buch um einen Protagonisten geht, der in Berlin lebt und sein Glück sucht, spielt auch diese Konnotation eine Rolle. Josua Brenner, Jahrgang 1978, ist die Hauptperson in Ihrem Roman. Wann entstand der Roman? Wuchs Herr Brenner mit der Geschichte oder war er vorher da? Also ich habe die Geschichte relativ detailliert vorbereitet. Das trifft die Vorgeschichte, das trifft aber auch den Charakter, den ich nicht in jedem Detail festgelegt habe, aber schon relativ genau entworfen. Und dann, also ich habe im Prinzip so gearbeitet, ob ich zwei Leitplanken lege, die relativ detailliert waren. Und innerhalb dieser Leitplanken habe ich dann den Charakter sein Leben führen lassen. Josua Brenner wird in das Deutschland der Nachkriegszeit geboren. Es gibt 6 deutsche Staaten nach dem Friedensschluss 1961. Das Scheitern der Luftbrücke 48 in den Lauf der Geschichte verändert. Die Geschichte ist also anders abgebogen in Ihrem Buch. Welche Bedeutung haben zufällige Ereignisse in der Geschichte? Ich denke, die haben gravierende Bedeutung. Im Rückblick erscheint uns Geschichte immer seltsam folgerichtig. Aber natürlich ist das, was wir heute als Geschichte betrachten, auch einmal Gegenwart gewesen. Und insofern all diese, so wie wir unsere Gegenwart und unsere Zukunft sehen, voller Unwägbarkeiten, voller Zufälle, voller ja, verschiedener Perspektiven, von denen wir nicht genau wissen, welche sich realisieren wird, so ist es seinerzeit auch gewesen. Und nur weil sich eine Option realisiert hat, heißt es nicht, dass es nicht auch zu den anderen hätte kommen können. Eigentlich ist Geschichte eine Abfolge von Zufälligkeiten, vermeintlichen Kausalitäten, und damit erweckt sie nur den Anschein von Folgerichtigkeit, ist aber eigentlich genauso unwegbar wie die Zukunft. Sie erzählen die Geschichte so, als ob Brenner vor dem Mikrofon erzählen würde. Ist das ein bewusst eingesetztes Stilmittel, das zu Ihrem Roman gehört? Ja, das gehört dazu, auf jeden Fall. Denn die Rahmenhandlung ist ja die, dass er seine Lebensgeschichte rückblickend erzählt. Er ist kein hochgebildeter Mensch. Er verfügt insofern nicht über literarische Werkzeuge, will ich mal sagen, sondern er schreibt seine Lebensgeschichte so auf, wie er sie eben jemand erzählen würde und wie es ihm möglich ist. Das erzeugt eine bestimmte Mündlichkeit in der Sprache, auch eine bestimmte Einschränkung im Vokabular, aber dadurch eben auch eine bestimmte Wirklichkeitsnähe, wie ich hoffe. Josua Brenner wächst in der neuen Preußischen Republik auf, eine Diktatur der Nationaldemokratischen Preußischen Arbeiterpartei, NDPAP, die nicht davor zurückschreckt, ihren Machtanspruch mit roher Gewalt durchzusetzen. Die Wahlen 1998 und 2003 scheitern in irgendeiner Form, jeweils mit einem Ausnahmezustand. Steckt dahinter eine politische oder auch eine historische Warnung? Nein, das steckt eigentlich nicht dahinter, sondern es steckt, ich habe die Geschichte, wie Sie schon sagten, 1948 abbiegen lassen und habe sie dann nach bestimmten Mechanismen sich entwickeln lassen. Und dazu gehören für mich diese Mechanismen einer autokratischen Regierung und einer machtbesessenen Elite dazu, wie wir sie ja auch in vielen verschiedenen Ländern überall auf der Welt immer wieder erleben. Diesen Mechanismus habe ich einfach angewandt. Trotz Diktatur ist Brenner erfolgreich, er gründet eine Familie, eine Kneipe, hat wirtschaftlichen Erfolg. Trotz Diktatur oder weil er pfiffig ist? Weil er pfiffig ist, also er trotz Diktatur, also er tunnelt sich durch die Wirklichkeit. Das erleben wir ja, also es ist in vielen Ländern, die sehr schwierige gesellschaftliche Zustände vorfinden, ist es immer wieder bewundernswert, was die Menschen bewerkstelligen, trotz all der Widrigkeiten und trotz der Restriktionen und wie viel Erfindungsreichtum Menschen freisetzen, wenn es eben sein muss. Sein Freund Rolf geht oder flieht oder wandert aus nach Manthema in Tansania.
Es hätte sich auch so entwickeln können, dass Afrika das gelobte Land wird. Ja, das denke ich schon. Also zu dieser Entwicklung gehören zwei Momente. Ein Moment ist, dass die erste Welt zur dritten Welt wird. Und wenn ich einfach in der Rückschau mir die Zeit des Kalten Krieges ansehe, so muss man ja realistisch sagen, es ist ein Wunder, dass es nicht zum Dritten Weltkrieg gekommen ist, dann sehe es in Europa ganz anders aus. Das ist das eine. Das andere ist, dass Afrika natürlich über unglaubliche Ressourcen verfügt. Und da meine ich nicht nur Rohstoffe, sondern auch unglaubliche kulturelle Ressourcen. Und wenn man die Phase der ersten Dekolonisierung sich ansieht, also in den 60er Jahren, da kriegt man auch ein Gefühl dafür, welches kulturelle, welches emotionale, welches gesellschaftliche Potenzial in vielen dieser Länder liegt. Und wenn die seinerzeitigen Bestrebungen andere Voraussetzungen vorgefunden hätten, dann hätte sich daraus auch was ganz anderes ergeben können. Und ich denke, die erste Welt hatte durchaus das Potenzial, sich selbst zu vernichten. Und ich denke, das, was wir heute als dritte Welt betrachten, hatte durchaus und hat auch immer noch das Potenzial, sich zu prosperierenden Ländern zu entwickeln. Der zweite Teil in Ihrem Roman beschreibt in umgekehrter Richtung, was manche Flüchtlinge erleben, die sich auf dem Weg nach Europa machen, wenn sie dabei nicht auch ums Leben kommen. Sie berichten über Schleuser nur in die andere Richtung, als so, wie sie uns heute bekannt sind. Steckt dahinter eine Art politische Warnung? Ja, selbstverständlich steckt dahinter eine Warnung. Was heißt Warnung? Es steckt dahinter auch das Beschreiben. Denn all das, was ich beschreibe, zwar im fiktiven Rahmen, das geschieht ja jeden Tag. Es geschieht eben nur nicht uns. Und deshalb haben wir das nicht derartig auf der Agenda, oder wir beziehen das nicht so auf uns. Und wir, glaube ich, haben auch nicht das Gespür für die tatsächlichen Grausamkeiten, die sich da jeden Tag abspielen. Aber sie geschehen jeden Tag. Und das ist einer der Hintergründe des Buches, dass ich idealermaßen das für den deutschen Leser erfahrbar mache, weil ich das eben nicht an einem Mann aus Senegal oder aus Nigeria durchspiele, sondern an jemand aus Berlin. Und dann stellen sich manche Sachen vielleicht anders dar. Ich will nicht den Schluss verraten, aber Brenner scheitert zurück auf Los. Ob so oder so rum, Sie, Herr Torkler, zieht die Aufmerksamkeit auf Migrantenschicksale, an denen sich gerne viele um vieles bereichern. Haben Sie die heutigen Migranten also auch im Blick damit? Ja, selbstverständlich. Man muss sich ja immer vorstellen, was sind das für Menschen, die sich auf den Weg machen? Das sind in aller Regel junge Männer, die hochmotiviert sind, die die unglaubliche Strapazen auf sich nehmen, jahrelang unterwegs sind, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Das muss man ja auch sagen. Keiner von denen, soweit ich das einschätzen kann, geht nach Deutschland, um dann hier Hartz IV zu bekommen, sondern die wollen tatsächlich, die haben so viel investiert in ihr Glück, dann werden sie hier nicht vom Fernseher sitzen. Das heißt, sie sind bereit und willens, was aus ihrem Leben zu machen, und werden aber von Geschäftemachern und von Schleusern rücksichtslos ausgebeutet. Und das ist natürlich eine tiefe Tragik, die daran liegt, dass Menschen mit dem Glückswillen der anderen Geld verdienen und die eigentlich ihr Glück verdient hätten, nichts davon haben am Ende. Vielen Dank, Herr Torkler. Ich danke Ihnen. Buch von Christian Torkler, Der Platz an der Sonne, ist gerade bei Klett-Cotta erschienen und der Lesebericht steht auf dem Blog von Klett-Cotta. Vielen Dank, Herr Torkler. Ich danke Ihnen.